Unter normalen Umständen sollte das eigentlich Schnee sein. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir diese Reise so ein bisschen als Wintermärchen gewünscht, aber es war ja eine herbstliche Reise. Wir holen das auf jeden Fall nochmal nach mit den Hurtigruten und dann richtig im Winter. Mal schauen. So, jetzt aber schnell die dicken warmen Klamotten weg und ab zum Abendessen. Wir haben Hunger. Krachen. Gabel. Hier ist eine Gabel. So, Kiel ist versorgt. Jetzt kann gegessen werden. Eis? Soll Mama schneiden? Mama hat sich einen schönen Salat ausgesucht. Und so sieht Robis Teller aus. Guten Appetit. Dankeschön. Heute ist skandinavisches Buffet. Und schmeckt's? Nimm die Äpfel. Schau da raus. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Liebe Grüße aus Ålesund. Einsatz fast verpasst. Ich war gerade noch in Trondheim. Nein, wir sind schon in Ålesund angekommen. Hier haben wir heute einen halben Tag Zeit. Es ist inzwischen hell. Wir haben von dem halben Tag jetzt nur 2 Stunden Zeit. Ich war gerade bei einer Touristeninformation und sie sagte, das reicht eigentlich, um einen schönen Überblick über Ålesund zu bekommen. Ålesund ist ja geprägt vom Jugendstil und die ganze Stadt ist einmal abgebrannt leider. Und ja, als der deutsche Kaiser das gehört hat, da ist er gleich hierher gekommen und hat aus seiner Privatschatulle Geld mitgebracht, um die Stadt wieder aufzubauen. Genau. Aber wie wir jetzt gehört haben, ein kleines Stück hat das Feuer überlebt und das wollen wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken. Und dann schauen wir uns den neuen Teil der Stadt an. So, um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie Ålesund so aussieht, gibt es hier sogar ein Citymap. Und ja genau, uns wurde empfohlen, als erstes hier jetzt rüber zu laufen. Denn da sind noch die alten Stadthäuser, die das Feuer überlebt haben. Und es soll wohl auch ein schöner Leuchtturm dabei sein. Und ein nettes Café ist auch noch mit dabei. Und im Anschluss kann man dann hier über die Brücke in die neue Stadt gehen und sich die Jugendstilhäuser ansehen. Und wer richtig Lust auf Wandern hat, der kann auch hier auf den Hausberg hochlaufen. Da gibt es aber keinen Lift. Da muss man 418 Stufen zu Fuß hochlaufen. Das kann man von hier aus auch sehen. Das sieht echt schön aus, interessant. Aber ich glaube, dafür reicht die Zeit und die Puste heute einfach nicht. Die Bahn haben wir heute mal nicht genommen, das hatten wir ja schon diesen Urlaub. Und 25 Euro pro Person fanden wir noch ganz schön happig. Wir haben es einmal gemacht, aber das reicht dann auch. In Kroatien kostet es 2 Euro. Das hat noch nicht mal was mit den norwegischen Preisen zu tun. Und wir sind halt nicht in Kroatien. Das ist auch eine Folter für Henry, ne? Jetzt bist du gerade mitten in einen Stadtrundgang geplatzt. Ups. Schon wieder die Eisenbahn, der arme Henry. Jetzt sind wir gleich da, im alten Teil der Stadt. Das sieht man auch an der alten Parkuhr hier. Die ist auch noch von Kaiser Wilhelm. Dann wäre es ja schon der neue Teil. Hier sind sogar die Schiffe noch aus Holz. Schiffe aus Holz, aber Tesla fahren. Und das Wasser ist so schön klar. An was erinnert uns das? Schneeschmelzen und Hüttenwandern in Norwegen.
Ja, viel ist leider nicht übrig geblieben von dem alten Teil aus Orlesund. Aber immerhin, etwas ist da gewesen, haben wir uns jetzt angeguckt und jetzt schauen wir uns den neuen Teil an. Jetzt übernehme ich mal Corinnas Part. Schön! Es regnet. Ich würde ja sagen, Norwegen Wein, weil wir heute den letzten Stopp hier machen. Und dann geht's wieder nach Hause. Wenn ihr übrigens nicht genug von Norwegen bekommen könnt, dann guckt mal auf unserem Kanal vorbei. Wir waren schon ganz oft in Norwegen, auch zum Hüttenwandern und Stavanger haben wir uns angeguckt, Bergen, Oslo. Wir waren in den Bergen unterwegs, auf Skiern von Hütte zu Hütte. Guckt einfach mal vorbei und ja, viel Spaß damit. Corinna und Henry haben schon wieder Appetit. Henry hat ausgesucht. Es ist kein typischer Kannebulla und kein Skolebulla geworden. Es ist so eine Mischung mit Zimt und Pudding. Tada! Ah, den teilen wir her. Eine Zimtschnecke. Hü, Pferdchen, Hü. Pferdchen Henry. Fisch von den Lofoten, Henry, da warst du schon. Trollkekse. Das Trollkekse. Was ist das? Ikea. Nein, das sind diese norwegische Kekse. Ach, von den DNT-Hütten? Ja. Ach so. Julebruns. Ja, irgendwas müssen wir noch mitnehmen nach Deutschland. Ich glaube, wir sind ganz schnell wieder in Norwegen, Corinna. Das wird auch mal was. Weihnachten auf so einer verschneiten Hütte. Ja, da hätten wir wahrscheinlich Schnee. Dann bringe ich Glühwein mit aus Deutschland. Das ist ein beliebtes Tauschmittel. Eine Omega-3-Fettquelle. Wir sind ja jetzt vor dem Regen in das Einkaufszentrum geflohen und das hat uns natürlich viel Zeit gekostet. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen von der Stadt sehen. Echt beeindruckend. Das ist Henry original. Und das ist Corinna. Danke. Der Puschel sieht genauso aus wie die Trollhaare. Wer übrigens doch auf dem Hausberg möchte und keine 418 Stufen laufen möchte, der kann auch die Bimmelbahn nehmen. Die macht da 15 Minuten Halt. Schön. Ich glaube, wir müssen umdrehen, Corinna. Ja. Ich glaube Ihr Herz schlägt höher, aber nicht wegen den Jugendstilhäusern, sondern wegen den ganzen Läden hier. Nee, es ist echt schön hier anzusehen. Ich hätte ja gerne noch eine Kerze mitgenommen, aber ich glaube, die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Boah, was ist das für einer, Henry? Jetzt geht's gleich schon wieder an Bord. Das war die kürzeste Stadtbesichtigung dieser Reise. Trotzdem sehr schön, sehr beeindruckend und kann man auf jeden Fall nochmal angucken.
So, Henry, wollen wir uns jetzt das Nebelhorn nochmal anhören? Laut hören. Laut. Laut. Nebelhorn mal hören. Laut hören. Ich denke dir, das ist das zu laut, Henry. Ist dir das nicht zu laut? Hier wird schon alles verzurrt. Wir bereiten uns auf eine raue See vor. Welle bis 8 Meter. Jetzt regnet es richtig. Jetzt weint Norwegen richtig. Ich werde auch bestimmt noch mal weinen. Es war sehr schön. Wir hatten richtig viel Glück mit dem Wetter. Wir haben viel gesehen. Und jetzt wird es nochmal. Henry hat gerade seinen Spaß. Er hat den Vorteil vom Regen entdeckt. Matschepfütze, aber ohne Matsch. Kling, 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 kling. Ich mach mal das Glasgeräusch, weil das sind Plastikbecher. Kling, kling. Guck mal, haben wir uns hier so ein schönes Plätzchen reserviert. Toller Ausblick, trocken. Und. Jo! Prost! Was ist da zu sehen, Henry? LKW. Ein LKW? Ja, Rübe, dann würde ich sagen, aufs Letzte auslaufen. Was? Nein. Meine Gurke trinkt erst. Was trinkst du da, Henry? Gurke. Haben Gurke. Gleich. Für heute Abend und Nacht ist sehr stürmische See angesagt, so Windstärken, was mit der 9 bis 10? Und Wellen so 6 bis 7, vielleicht auch 8 Meter. In Spitzenzeiten. Rumi freut sich. Ich bin sehr gespannt. Wird bestimmt ruhig heute auf dem Schiff. Schon alles verzurrt hier. Also wir nehmen es nochmal richtig mit jetzt hier auf dem Rückweg. Liebe. Heute ist nicht so laut, ne? Cool? Ja, jetzt geht's los. Auf nach Hamburg. Aber schön war's. Mit euch auch. Auch ganz schön krasse Berge. Und ein Wasserfall und eine Hütte. Oder mehrere Hütten da oben am Berg. Es gibt wieder Kürbissuppe. Und da kann ich natürlich nicht widerstehen. Haben eine kleine Einlage noch mit reingemacht. Und Ruby haut gleich mit dem vollen Teller durch. Ja, fängt schon langsam an, aber das ist ja noch gar nichts, wenn die Wellen wirklich 8 Meter hoch werden sollen. Und nochmal der Ausblick von unserer Kabine.